In der Anwaltschaft haben wir den Fachkräftemangel, so wie nämlich in anderen Branchen auch. Da hatte ich gerade ein Video dazu gemacht und da ging es darum, dass es nicht die Vergütung alleine ist, mit der man Mitarbeiter anzieht oder auch hält, sondern, und das ist fast viel schwieriger, nämlich eine tägliche Aufgabe, die Wertschätzung, nicht Wertschöpfung. Und da kam dann als Feedback von vielen Usern, ja, das gilt nicht nur bei Anwälten, sondern vor allem auch bei der Pflege beispielsweise. Und da dachte ich mir, ja, zum Thema Pflege, da könnte ich auch etwas sagen, weil ich da ganz viel erfahren habe von einer Expertin, die sich mit dem Thema auskennt, nämlich Sonja, meine Frau. Und Sonja ist Diplompsychologin und Physiotherapeutin und macht Gefährdungsanalysen, Workshops, Beratungen in Pflegeberufen. Und Sonja weiß, glaube ich, wirklich, was die Leute in der Pflege brauchen. Ja, also wir diskutieren das ja ganz häufig. Heute Morgen beim Joggen haben wir auch drüber gesprochen. So ist die Idee für dieses Podcast bzw. für diese. Ja, eigentlich habe ich die Kamera rausgeholt und gesagt, prima, lass uns das aufnehmen und nachher dann auf YouTube hochladen. Dann hat Sonja tatsächlich darauf bestanden, dass wir uns irgendwo hinsetzen und was Trockenes anziehen. Wäre eigentlich nicht nötig gewesen, aber gut, hier sind wir dann. Das war die Bedingung dafür. Gefilmt hatten wir es schon. Ich kann mich nachher dann heimlich einspielen. Aber Ja, wie wir so verschwitzt und mit rotem Kopf durch die Gegend laufen. ich Genau. hatte gar keinen roten Kopf. Jetzt habe ich einen roten Kopf, weil das hier reflektiert. Also, was hat es mit der Pflege auf sich? Genau, also tatsächlich habe ich ja, das hab ich dir auch erzählt, in den über 100 Workshops, die ich im Bereich der Pflege gehalten habe, zu den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, erhebe ich immer, was stört Sie eigentlich an Ihrem Beruf? Welche Arbeitsbedingungen, welche Faktoren führen zu Stress? Und ich habe in all dieser Zeit, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, kein einziges Mal Unterbezahlung oder fehlendes Gehalt gelesen. Das ist doch eigenartig, oder? Weil alle Leute sagen, die werden so schlecht bezahlt. Werden sie denn so schlecht bezahlt? Bestimmt. Wer will da schon Also, Nein sagen, ich ne? finde, das ist, also ich möchte jetzt nicht, dass als Botschaft in diesem Video ankommt, dass sie gut bezahlt werden, denn es ist ein Beruf, mit dem ganz viele, ja, ich sage jetzt mal, Opfer auch verbunden sind. Nachtdienste, Wochenenddienste, Spätdienste, das muss man auch vergüten. Aber tatsächlich ist die Bezahlung in der Pflege im Vergleich zu anderen Ja, Ausbildungsberufen gar nicht so wir schlecht. können uns das ja mal mit den Rechtsanwaltsfachangestellten anschauen. Und da stellt sich heraus, die Schlechtverdiener, die immer wieder zum Beispiel von den Parteien und den Politikern genannt werden, sind nicht die Krankenschwestern, sondern eigentlich die Rechtsanwaltsfachangestellten. Genau, also tatsächlich ist so das durchschnittliche Gehalt einer Pflegefachkraft, wenn die einsteigen, zwischen 2,5 und 2,9 nach 10 Jahren ungefähr bei, in Bayern jetzt bei 3.600 Euro. Bei Rechtsanwaltsfachangestellten habe ich gelesen und ich weiß, du bist da deutlich drüber, bei 2.100 Euro. Also ich bin drüber, aber meine Mitarbeiter sind auch ein wenig drüber. Aber tatsächlich, die Pflegekräfte verdienen mehr als die Leute, die im Büro arbeiten. Liegt aber vielleicht auch an anderen Arbeitszeiten Ja, und andere Schichtzulagen, oder? Arbeitsbedingungen, genau. Und man müsste es eher mit beispielsweise Polizisten vergleichen. Die sind tatsächlich auch nicht höher als die Pflegefachkräfte, sondern ein bisschen drunter. Ja, muss man dann einfach gucken. Aber darum geht es gar nicht. Ich will auf gar keinen Fall hier die Botschaft anbringen, dass Pflegekräfte Okay, jetzt haben wir gut viel darüber bezahlt geredet, sind. was wir nicht sagen wollen. Was wollen wir denn Genau. stattdessen Ich möchte machen? an der Stelle nur sagen, ich glaube, es ist nicht der Hebel, dass die Leute zufrieden in ihrem Beruf sind. Geld hat was mit Wertschätzung zu tun, ja. Insbesondere dann, wenn ich zu wenig verdiene im Vergleich zu dem, was vielleicht andere verdienen. Wenn ich also nach der Schule den Eindruck habe, ich bin jetzt Krankenpflegerin geworden oder Krankenpfleger und alle anderen mit einem Ausbildungsberuf verdienen besser als ich, dann ist es definitiv etwas, was auf der Wertschätzungsebene auch ankommt, wo man sich denkt, ja, was ist mein Beruf eigentlich wert? Also das ja, aber eben aus meiner Erfahrung wird das Thema Wertschätzung sehr oft genannt in den Workshops, wie im Übrigen auch die Arbeitsbedingungen, allen voran die Dienstplangestaltung. Und damit ist nicht das Gehalt gemeint, sondern der alltägliche Umgang, den die Mitarbeiterinnen, ob jetzt in der Altenpflege oder auch im Krankenhaus erfahren. Okay, und was macht das jetzt aus? Wo liegen da jetzt die Probleme? Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel arbeiten, dass Sie zu unangenehmen Zeiten arbeiten. Ist das das Problem oder ist das dem Beruf nicht immanent, dass Sie in Schichten arbeiten? Ja, genau. Und natürlich kriegen die auch oft zu hören, ja, ihr habt euch den Beruf ja ausgesucht und da wusstet ihr ja, was auf euch zukommt. Und da muss man nun mal einspringen, da muss man auch am Wochenende arbeiten. Und tatsächlich
das kann sich jetzt wahrscheinlich jeder vorstellen, ist das auch nicht so wertschätzend, wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass ich vielleicht nur einmal im Monat am Wochenende arbeite und dann plötzlich 3 oder 4 Wochenenden durcharbeite, dann ist es eben nicht selbstverständlich. Wenn ich eigentlich normalerweise an einem Mittwoch immer zum Chor gehe oder zum Tanzen und dann jeden zweiten Mittwoch das ausfallen lassen muss, weil ich angerufen werde, um einzuspringen, weil ich immer meine Bedarfe hinten anstellen muss, ist es auch nicht wertschätzend. Aber liegt es nicht einfach daran, dass zu wenig Leute da sind und dann müssen die, die halt übrig geblieben sind, entsprechend öfter einspringen? Also ist das nicht ein Teufelskreis und dann müssen sie halt öfter einspringen, weil Leute fehlen, kündigen und dann müssen die anderen umso mehr arbeiten? Wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Ja, es ist tatsächlich natürlich ein Teufelskreis, weil wir haben einen relativ strammen Personalschlüssel, auch im europäischen Vergleich, und wir haben eine sehr hohe Krankheitsquote im Pflegedienst. Sie ist fast 50% höher als in anderen, also durchschnittlich als in anderen Berufen. Und das hat psychische Ursachen, das hat auch Ursachen vom Rücken. Auch da spielt die Psyche natürlich eine Rolle. Mhm. Der Rücken fängt ja im Kopf an. Also fängt im Kopf an. Ungefähr also, da oben sozusagen. Das ist schon mein Rücken da oben. Also genau. Hier, das heißt, ich habe eigentlich nicht Kopfschmerzen, sondern ich habe Rückenschmerzen, ja? Okay, dann. Das heißt, was meinst du jetzt wirklich, meinst du jetzt Verspannungen im Nacken oder meinen wir Kopfschmerzen, die dann als Rückenschmerzen bezeichnet werden? Nein, nein, gemeint ist tatsächlich an der Stelle, dass auch die Psyche eine wesentliche Rolle spielt bei Rückenschmerzen. Also einerseits auch rein somatisch, wenn du angespannt bist, hast du eine schlechtere Körperhaltung, verspannst dich an den Schultern mehr. Wenn du psychisch gesehen dich schlechter fühlst, merkst du auch deine Schmerzen eher. Und eine große Studie der AOK mit über 10.000 Befragten hat zum Beispiel herausgefunden, der stabilste Faktor für die Rückenschmerzen im Positiven wie im Negativen ist das Betriebsklima. Also je besser das Betriebsklima, umso geringer die Rückenschmerzen. Das hat eine psychosomatische Wirkung. Okay, auch. Das war wieder das Thema, was ich in meinem Video beschrieben hatte mit den Rechtsanwaltsfachangestellten, dass es eigentlich viel wichtiger ist, die Mitarbeiter ernst zu nehmen, sie einzubeziehen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu berücksichtigen. Da haben wir lange darüber diskutiert. Du sagtest, das ist sogar das, was nachhaltiger wirkt als Gehaltserhöhung. Das ist immer wieder beim Geld, aber den Aspekt fand ich interessant. Du hast was gesagt darüber, was passiert, wenn man das eine oder das andere verändert, ne? Genau. Also Gehaltserhöhungen wirken natürlich, die wirken als Anreiz, die haben eine positive Wirkung, aber das verpufft nach wenigen Monaten. Also irgendwann ist es einfach so, dass die 100 Euro mehr, die du dann bekommst, für die Mitarbeitenden nicht mehr spürbar sind. Dann kann man sie ja wieder rückgängig machen und sie wieder neu verhängen, aber das wird wahrscheinlich besonders schlecht. Ja, rückgängig machen ist das Schlechteste, weil, das ist eine andere psychologische Wahrheit, dafür gab es auch mal den Wirtschaftsnobelpreis für Psychologen, 100 Euro zu verlieren ist schmerzhafter im Gefühl, also in der Dimension der Emotionen, als 100 Euro zu gewinnen, eine positive Emotion auslöst. Das heißt, etwas wegzunehmen und sei es auch nur die Brötchen, die du vorher umsonst gekriegt hast in der Mittagspause, ist sehr viel negativer, als etwas hineinzugeben. Okay, dann wissen wir schon mal, was nicht funktioniert. Also Sachen wegnehmen, um sie einzusparen, ja, funktioniert nicht. Aber jetzt mal angenommen, ich bin Betreiber von einem Pflegeheim, einem Krankenhaus, habe Geld mir irgendwo zusammengekratzt. Was habe ich denn für bessere Ideen, als es einfach durch Gehaltserhöhungen oder Boni rauszuwerfen, zu verteilen? Also ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist tatsächlich, die Pflegekräfte selber zu befragen und einzubeziehen, was sie brauchen. Es ist nicht so, dass es da eine Patentlösung gibt. Wenn ich die hätte, ja, dann wäre ich jetzt YouTube-Star wahrscheinlich mit 1 Million Followern. Das ist einfach in jedem Bereich auch ein bisschen anders, aber natürlich spielt es eine Rolle, was brauchen die Mitarbeiter gerade? Natürlich ist es sinnvoll. Ich habe zum Beispiel einen Betrieb, da verdienen die Leute ein kleines bisschen sogar schlechter als in der Region allgemein, aber die investieren sehr viel in die Mitarbeiterentwicklung, in die Fortbildungen und auch in die Teamentwicklung. Die machen dann gemeinsam Kochkurse. Die haben viel weniger Probleme, ihr Personal zu halten und zu rekrutieren, als die, die besser bezahlen. Klingt nach der schlaueren Lösung. Warum machen es dann nicht alle so?
Weil das natürlich auch Aufwand ist. Und Aufwand ist im Gesundheitssystem etwas, was man irgendwie oft so gar nicht hat. Ja, ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst. Es gibt so eine ganz nette Anekdote von einem Waldarbeiter, der sägt Holz im Wald und flucht schon, weil ihm irgendwie das so schwer fällt. Ein Spaziergänger kommt vorbei, sagt, Sie, Herr Waldarbeiter, Sie müssen mal Ihre Säge schärfen, die ist ja ganz stumpf. Und der Waldarbeiter sagt, ja, weiß ich doch, aber ich habe keine Zeit, ich muss sägen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich im Gesundheitssystem oft habe. Dadurch, dass alle im System so angespannt sind, dass es wenig Freiräume und Handlungsspielräume gibt, um sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was sind Belastungsfaktoren, wie gehen wir die jetzt an, wie können wir es organisatorisch verbessern. Dadurch sind die wirklich in diesem Sägeproblem. Alle rödeln weiter und haben keine Zeit, das System zu verbessern und Leute mal einzubeziehen und zu sagen, was braucht ihr denn eigentlich, wäre da wahrscheinlich schon ein erster Schritt. Okay, mal in dem Beispiel denkt sich jeder, so blöd wie der Waldarbeiter kann ich ja eigentlich nicht sein. Das ist ja offenkundig, dass das nicht die richtige Lösung ist. Bei den Branchen, wo es eine Konkurrenz gibt um Fachkräfte, War for Talent, da ergibt sich das doch eigentlich, ja, die FDP würde sagen, durch die Gesetzmäßigkeiten des Marktes, weil die Mitarbeiter von den schlechten Jobs einfach kündigen und dann zu den guten Jobs wechseln. Müsste es sich nicht dort auch von selbst regeln? Also warum sind die Leute dann noch bei den schlechten Arbeitgebern, wenn sie auch wechseln können zu den guten? Oder ja, Gibt es nicht genug gute? Ja, das ist tatsächlich die Frage. Ich glaube, in der Wirtschaft hat man oft mehr Freiräume als im Gesundheitssystem, wo das, sage ich jetzt mal, das Sozialsystem ja vieles vorgibt, über die Abrechnungsziffern, über die Personalschlüssel, über das System auch der Hierarchien in den Krankenhäusern ist es beispielsweise so, dass natürlich Pflegekräfte, was heißt natürlich, also Pflegekräfte zählen einfach weniger als Ärzte. Das ist einfach schon teilweise spürbar, wie oft ich von Pflegekräften höre, dass alle es an ihnen auslassen. Der Patient, wenn der ein Problem hat, dann sagt er nicht zum Arzt, Sie, Herr Arzt, wie können Sie denn und machen Sie mal, sondern die lassen es an der Pflegekraft aus. Und wenn dann die Pflegekraft sagt, sagen Sie es doch dem Arzt, dann sagt dann keiner mehr was. Ja? Aber die Pflegekräfte leiden dann drunter. Das heißt, das ist schon auch das hat was mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Jetzt kann man natürlich von dem Patienten vielleicht nicht immer erwarten, dass er wertschätzend ist. Die sind krank, die fühlen sich in diesem System auch oft nicht gut aufgehoben. Ich will jetzt nicht zu sehr rumlabern, was ich jetzt schon wieder tue. Man kann denen auch nicht kündigen und sagen, wissen Sie was, Sie waren gerade nicht nett, suchen Sie sich bitte ein anderes Heim. Genau, das ist ein schönes Beispiel, weil du es gerade sagst. Du hattest doch auch mal einen Mandanten, der richtig respektlos einer Sekretärin gegenüber war. Was hast du da gemacht? Also richtig respektlos sah er wahrscheinlich am Schluss ganz anders. Er war halt einfach sehr pragmatisch und sagte, ich fülle doch dieses Formular nicht aus, Sie haben alle Daten von mir. Und dann habe ich relativ früh das Mandat beendet, also bevor es noch richtig losging, weil ich mir gedacht habe, das wird Schwierigkeiten geben. Aber ich habe natürlich auch die Situation, dass ich mir die Mandanten aussuchen kann und sage, also mit dem möchte ich lieber nicht zusammenarbeiten. Aber tatsächlich, die Mitarbeiter waren sehr dankbar, weil die es natürlich auch gespürt haben, dass das ein Mandant werden wird, der schwierig ist. Und da kann man natürlich dann einfach rechtzeitig Notbremse erzielen und sagen, okay, wir arbeiten halt nicht mehr miteinander weiter. Das wird aber in der Pflege nicht so gut funktionieren, oder? Genau, das funktioniert in der Pflege leider nicht so gut, weil die Bedürfnisse der Patienten tatsächlich in der Regel vor denen der Pflegekräfte stehen. Das ist natürlich traurig und auch zu kurz gedacht, weil wenn die Pflegekräfte nicht zufrieden sind, können sie auch dem Patienten gegenüber nicht dauerhaft wertschätzend sein. Aber das ist oft diese kurzfristige Denke, die wir hier haben. Ich kenne aber auch positive Beispiele. Also ich habe zum Beispiel einen Betrieb, da die Geschäftsführerin mit den Pflegekräften geübt, wie sie auf unverschämte Forderungen von Angehörigen oder auch manchmal von Patienten reagieren können. Und nicht, weil sie es besser kann als vielleicht die betriebsinterne Psychologin, sondern weil sie einfach als oberste Führungskraft hier tatsächlich zeigt, sie steht hinter den Pflegekräften und man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Okay, was ist dann das Fazit? Was sollen denn dann die Pflegekräfte anders tun? Haben sie ihr Schicksal denn überhaupt selbst in der Hand? Können sie etwas machen oder sind sie fremdbestimmt und müssen darauf warten und hoffen, dass jemand anders ihre Bedingungen verbessert? Ja, also sie fühlen sich natürlich schon fremdbestimmter. Sie können jetzt nicht wie aktuell, haben wir ja die Bahnstreiks, das gibt es natürlich in der Pflege nicht. Hängt auch nicht nur an Gesetzen, sondern auch am Berufsethos. Also ich habe auch zum Beispiel noch gut in Erinnerung, ein leitender OP-Pfleger,
erzählte mir, ja, sie hatten, waren eigentlich immer zu sechst im OP, schwierige Herzoperation, es ging immer um Leben und Tod. Dann fiel ein Mitarbeiter aus mit einem Bandscheibenvorfall, konnte von jetzt auf gleich nicht mehr arbeiten. Und natürlich versucht man alle OPs am Laufen zu halten und schafft es auch und strengt sich da an. Und dann irgendwie zwei Wochen später fällt noch mal eine weitere Mitarbeiterin aus, weil sie schwanger war und in dem Bereich nicht mehr arbeiten durfte. Und auch da ging es wieder um lebenswichtige Herzoperationen. Und auch die haben sie aufrechterhalten. Und was denkt sich dann ein vernünftig denkender kaufmännischer Direktor eines Krankenhauses? Ja, das geht auch ohne die. Anscheinend haben die es drauf. Dann haben wir vorher schon zu viel Personal gehabt, ne? Genau, also aus den sechs wurden dann vier. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, ist ja selber schuld, wenn die das machen. Ja, ich sage das manchmal auch sehr provokant, wenn ich mit den Pflegekräften dann spreche. Aber es ist natürlich nicht so leicht, wie ob jetzt ein Zug fährt oder nicht fährt, wenn du weißt, dass der Leben und Tod davon abhängt. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Puffer, den die Leute aufgrund ihres Ethos, Anstand oder ihren eigenen Anspruch mitbringen, und das kann man abfrühstücken als Arbeitgeber, indem man darauf vertraut, die werden immer ein bisschen mehr geben, als sie müssen, weil sie ja, sich den Patienten verpflichtet fühlen. Das funktioniert zwischendrin. Das hatten wir heute auch schon mal. Anscheinend sind die Menschen, die in der Pflege arbeiten, leidensfähiger als andere und gehen über ihre Schmerzgrenzen hinaus, bis sie dann komplett ausfallen, oder? Ja, das gibt es tatsächlich relativ oft. Ich habe ja schon gesagt, der Krankenstand in der Pflege ist deutlich höher als in anderen Bereichen. Und die Verweildauer in der Pflege, also nach durchschnittlich 7, 7,5 Jahren verlassen die ihren Job. Das liegt auch daran, dass viele von denen auch ja, mit dem System nicht mehr zurechtkommen, abgestumpft sind, Burnout, um jetzt mal diesen Modebegriff aufzunehmen, erleiden, weil sie eben das Gefühl haben, ich gebe relativ viel rein und bekomme relativ wenig zurück. Also auch das ein Wertschätzungsthema. Also das geht auch natürlich nicht so lange gut. Also es geht bei vielen sehr lange gut, aber im Schnitt können das Menschen nicht dauerhaft ertragen. Und da hilft im Übrigen auch nicht der Applaus. Das Heldinnenmythos in der Pandemie. Das wurde ja von den Pflegekräften dann irgendwann auch sehr angekreidet. Ja, daran glaubt ja wahrscheinlich keiner mehr, dass Applaus sozusagen ausreichend kompensiert für das, was passiert. Was würde denn funktionieren? Was ist denn jetzt der eine Punkt, den du verändern würdest als Bundeskanzlerin oder Gesundheitsministerin? Ja, ich würde tatsächlich hergehen und gucken, wie kann man Pflege wirklich entlasten. Und natürlich ist eines der Gegenargumente, ja, das höre ich ja auch ganz oft, aber wie können wir denn entlasten, wenn es doch viel zu wenig Pflegefachkräfte gibt? Aus meiner Erfahrung aber gibt es auch viele Tätigkeiten im Bereich der Pflege, die muss nicht unbedingt eine Pflegekraft machen. Ja, ich muss auch nicht vom Arzt zum Kopieren geschickt werden und ich muss auch nicht als Pflegekraft sozusagen in einer halben Stunde 20 Menschen beim Essen helfen. Das können teilweise auch anders qualifizierte Personen, wo ich aber erlebe, wenn sowas wenn solche Personen eingestellt werden, dann geht es schon wieder auf den Personalschlüssel in der Pflege. Damit ist die Pflege natürlich auch nicht zufrieden. Ich will an der Stelle nur sagen, aus meiner Sicht redet man sich oft auch heraus damit, dass man sagt, ja, wir können ja die Bedingungen nicht verbessern und den Personalschlüssel erhöhen. Wir haben ja gar nicht so viele Pflegefachkräfte. Aber ich glaube, es gäbe schon Möglichkeiten, arbeitsorganisatorisch auch bei bestehendem Fachkräftemangel gewisse Belastungen hier wegzunehmen, ohne deswegen den Pflegeschlüssel zu reduzieren. Aber es kostet natürlich mehr Geld als eine Gehaltserhöhung. Okay, halten wir nochmal fest, Geld ist nicht alles. Oder es könnte sogar sein, dass das Geld für sich genommen gar nicht helfen würde, mehr zu bezahlen, solange nicht die anderen Faktoren ja, nachgebessert werden. Ich habe da letztes Mal vom Hygienestandard, Hygieneeffekt gesprochen. Da hast du mir gesagt, oh, das ist ein uraltes Schema. Das passiert mir oft, dass ich irgendwelche psychologischen Schemata aufgreife und die aber dann anscheinend nicht mehr den Standards der aktuellen wissenschaftlichen Forschung in der Psychologie entsprechen. Und jetzt ist der Hund aufgewacht. Nelly, komm mal her. Weil Nelly kriegt ja ansonsten viel zu wenig Sendezeit, aber sie ist das auch nicht auf der Deswegen. Muss sich erstmal dehnen und strecken, genau. Was im Übrigen ein ganz gesundes Verhalten ist. Hoppala, jetzt haut sie ab. Nee. Nee, sie will nicht ins Bild. Sie will nicht ins Bild. Sie will nicht ins Bild. Dann bleibt sie hier unten. Sie will, genau. Aber jetzt. Jetzt ist sie im Bild. Ja,
Genau. Okay. Also natürlich ist dieses, also deswegen habe ich es dir auch erzählt mit den Hygienefaktoren, ich finde es immer noch ganz gut heranzuziehen, es hat auch ein Wahrheitsgehalt. Also Geld brauchst du natürlich schon, aber eben nur, um Unzufriedenheit zu reduzieren. Es macht nicht zufrieden auf Dauer. Das ist der Unterschied. Hygienefaktor ist ein Faktor, wenn jetzt der erklärst du das Modell doch noch. Ja, prima, jetzt erklär es noch kurz. Also ein Hygienefaktor ist ein Faktor, wenn ich den nicht erreicht habe, dann führt es zu Frustration und zu Unzufriedenheit. Ja? Das ist wie die schmutzige Toilette. Genau. Und wenn es aber jetzt darum geht, mir vorstellen, ja? richtig zufrieden zu sein im Job, dann reicht es eben nicht, Hygienefaktoren zu befriedigen, sondern muss ich an der Stelle auch Zufriedenheitsfaktoren finden. Und da ist sicherlich Wertschätzung ein besseres Beispiel. Und wir hatten heute Morgen auch drüber gesprochen, tatsächlich, wenn es von der inneren Haltung getragen ist, ist ein Guten Morgen, Frau Meier, was der Chefarzt einer Reinigungskraft auf dem Flur entgegenbringt, oft besser investiert als 10 Euro mehr Gehalt im Monat. In diesem Sinne, so, Nelly wollte jetzt doch nichts mehr sagen, hat sich jetzt hier unterm Tisch bequem gemacht. Und damit beenden wir unsere erste gemeinsame Folge über die Pflege. Und nächstes Mal reden wir über die Verschwörungstheoretiker und was die psychologische Anamnese dazu beitragen kann. Danke dir.